Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures, zu einer neuen Woche. Der Nikolaustag ist rum, der zweite Advent. Ihr habt ja gestern schon fleißig geschrieben unter unserer Advents-Challenger-Folge, was ihr alles bekommen habt. Und wow, da waren echt krasse Geschenke bei. Ich habe auch gestern noch was bekommen von meinen Eltern. Ich war gestern Abend noch da und ich habe echt was Praktisches bekommen. Ich habe schon so oft geflucht. Manche haben es vielleicht schon mal gesehen bei mir. Ich habe ja eine digitale Spiegelreflexkamera und ich habe einfach immer das Problem, gerade wenn ich damit auch ab und an mal Videos mache. Vielleicht habt ihr es gesehen auf dem ZapTV-Kanal. Meine Videos vom Balva Optimum, von den deutschen Meisterschaften, sind mit dieser Kamera entstanden. Und auch die Bilder, die ich da eingeblendet habe. Und ich habe das Problem, wenn ich eben diese Videos in Full HD mache, dass dann ultra schnell der Akku leer geht. Und deswegen habe ich zwei Ersatzakkus bekommen, inklusive Ladegerät, was man auch im Auto an den Zigarettenanzünder anschließen kann, was ich sehr, sehr praktisch finde. Weil dann kann man wenigstens die Akkus unterwegs noch laden, wenn man es vielleicht zu Hause nicht mehr geschafft hat. Weil da haben meine Eltern wirklich voll ins Schwarze getroffen. Das war wirklich, das war ein tolles Geschenk von denen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. So, meine Oma hat natürlich mal wieder komplett übertrieben, komplett übers Ziel hinausgeschossen. Aber, ach, das ist, ich habe immer, kennt ihr das auch vielleicht, wenn ihr von euren Großeltern viel bekommt und ihr habt dann irgendwie fast ein schlechtes Gewissen, oder ihr habt ein schlechtes Gewissen und ihr sagt, also das ist viel zu viel. Das war es bei mir heute wieder. Ah, ja, Großeltern. Ach ja. Ich habe immer so das Gefühl dann. Ach, das ist ja schwierig zu beschreiben. Ich glaube aber, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. So, wir versuchen es nochmal mit einem weiteren Zuchtversuch. Vielleicht klappt es ja heute mit dem zweiten besseren Pferd. Ich hoffe, es ist dann aber auch ein Hengst. Es hat geklappt, es hat geklappt. Wir haben noch ein zweites gutes, aber. Es ist ein Stütchen. Flora. Toll. Und unser anderes heißt Fleur. Ernsthaft? Nee, das ist gar nicht. Da, jetzt habe ich... Darf ich noch nicht sagen, das kommt diese Woche noch. Und ja, ich habe sie extra Athena genannt, weil ich mein Pferd kannte, was heißt. Ich weiß, dass Athena eigentlich die Göttin ist, aber ich kannte mein Pferd, was Athena heißt. Es wird wahrscheinlich schon ultra lang nicht mehr leben. Das stand, als ich noch ganz klein war, stand das hier in der Gegend auf einer Weide. Und daher habe ich den Namen genommen. Ja, schade, weil... Ein Stütchen davon bringt uns eigentlich nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht trainiere ich sie trotzdem. Ich weiß es noch nicht, muss ich mal schauen. Aber ein Hengst wäre natürlich super gewesen. Aber naja gut, man kann sich nicht immer alles aussuchen. Das klappt einfach nicht immer. Ja, Faye. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt aktuell ohne Umschweife direkt nach Füssen. Ich weiß, ich war auch schon länger jetzt nicht mehr in Frankreich großartig unterwegs. Da wollte ich ja noch weiter umdekorieren. Mache ich auch noch. Aber ich mache jetzt in Füssen heute noch, gucke ich noch nach den Minen. Schau, was da Schönes rausgekommen ist. Das Quiz machen wir natürlich noch wieder. Und was ich auch noch machen möchte heute wieder, sind Rennen. Beziehungsweise zumindest mal eins. Deswegen, ja, zwei Diamantis. Deswegen schauen wir einfach mal. Ich möchte heute gerne nochmal nach Japan. Frag mich nicht warum, aber Japan, da gehe ich irgendwie... ich mag das Rennen. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und hurray! Wir haben hier aus der Mine heute nochmal 20 Diamanten dazu bekommen. Das ist natürlich auch ein nettes Sümmchen hier. Ihr hattet das übrigens eben in Montana schon gesehen. Ich hatte das Fohlen schon verkauft, was wir gestern gezüchtet haben. Und hatte eben auch schon... ein bisschen was abgebaut auf den Feldern, wieder neu angebaut, damit wir da auch mal ein bisschen vorwärts kommen. So, aber genug geplauscht, jetzt kommt das Quiz. Vervollständige das Sprichwort. Einem Gaul schaut man nicht ins Maul, trojanischen, zahnlosen Geschenkten. Das ist der geschenkte Gaul, dem man nicht ins Maul schaut. Und nochmal 12 Diamanten. Welcher dieser Namen ist der Name einer echten Pferderasse? UB-Pony, AB-Pony, OB-Pony. Keine Ahnung. Das wusste ich jetzt. Kennt das jemand von euch? Das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Welcher dieser Namen ist der Name einer echten Pferderasse? Schon wieder? Bojo? Cthulhu?
neut gedacht, dass das irgendwie nachgedacht, so holländisch oder sowas. Ernsthaft? Echt? Interessant, okay, hier lernt man noch neue Sachen. Das waren echt zwei Sachen, die wusste ich überhaupt nicht. Das hat mir so gar nichts gesagt. Interessant. Echt spannend. So, War Admiral möchte ich wieder nehmen. Levantina werde ich auch nochmal nehmen. Vielleicht haben wir Zeit für zwei Rennen. Ich denke, das sollte klappen. Dann können wir im zweiten Rennen noch Levantina nehmen. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. So. Jetzt habe ich schon wieder 15 Diamanten weg für die Ausdauererhöhung. Nee. Aber ich finde, die ist schon wichtig. Die ist schon. Obwohl im Endeffekt ist es eigentlich ist es dämlich, die zu nehmen. Mal ganz ehrlich. Ich zahle fürs erste Mal Rennen verlängern 4 Diamanten. Fürs zweite Mal Rennen verlängern zahle ich schon, zahle ich glaube ich 9 Diamanten. Dann bin ich bei 13 Diamanten. Und dann habe ich aus diesem bisschen, habe ich dann schon mehr rausgeholt, als ich mit der Ausdauer hätte rausholen können. Was meint ihr dazu? Aber der Gedanke kam mir gerade einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das Herz ausmacht an Strecke anteilig zu dem, was man normalerweise ohne diesen Ausdauerbonus sowieso laufen kann. Das weiß ich nicht. Das müsste man wahrscheinlich noch wissen, um das wirklich bis ins kleinste Detail ausrechnen zu können und berechnen zu können. Aber irgendwie macht das gerade, wie gesagt, auf mich den Anschein, als ob das gar nicht mal so sinnvoll wäre, das so zu lösen. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Weiter geht's. Kling. So, hoppala. So, sehr gut. Die 1500 Meter haben wir schon mal voll. Wunderbar, das läuft doch wieder richtig gut heute. Wir haben immer noch unser Schild, sind aktuell mit noch keinem Sprung zusammengestoßen. Jetzt kommen schon die höheren Ringe. Bislang immer noch einwandfrei. Jetzt habe ich gleich ein Problem mit den niedrigen, weil ich immer versuche abzuspringen wie bei den hohen eben. Ja, jetzt kommen auch schon die höheren Steilsprünge ab und an. Mischen sich hier schon unter. Noch nicht die ganz hohen, die sind ja richtig brutal dann irgendwann. Aber ein bisschen höher wird schon. Guck mal, 2200 haben wir. Uha! Sehr gut. Und nochmal Sprung. Und jawoll. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. Guck mal hier, wie weit wir gekommen sind. Mich interessiert das jetzt mal. Ich werde das jetzt gleich nicht erhöhen bei ihm. Ich werde jetzt auch nicht nochmal fortfahren, weil ich will jetzt mal ein Vergleichsrennen machen. Ich hole jetzt mal Levantina und rate dasselbe mit ihr. 2751. Habe ich hier irgendwie einen Stift, einen Zettel? Muss ich mal aufschreiben. 2751. So. Sieht aus wie eine 4. Was habe ich denn hier geschrieben? Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir es mit Levantina schaffen. Hier haben wir es auf jeden Fall schon mal an die Spitze geschafft. Und das nur mit den ganz normalen Boni. Okay, wir haben jetzt gerade Sonntag. Es ist jetzt erst zurückgesetzt worden. Also da kann ich noch nicht jetzt großartig drauf hoffen, dass sich das hält. Da glaube ich nämlich nicht dran. Weil das ist ja noch total leicht zu überbieten. Und wenn man halt einmal verlängert, dann hat man es trotzdem. Okay, Levantina. Versuchen wir mal unser Glück mit ihr. Sie hat ja eben auch eine sehr, sehr gute Ausdauer. Das ist das, was unserem... Jetzt kribbelt es nicht mehr. Das ist das, was unserem War Admiral eben fehlt. So, zack. Und jetzt sind wir nämlich bis fast ganz hinten. Das Einzige, was da noch fehlt, ist das Krönchen. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir mit ihr kommen.
Ich will jetzt den Champion ermitteln. Ich darf jetzt aber nicht failen. Ich habe das letzte Mal nicht gefailt. Das muss jetzt genauso sein. Ansonsten habe ich keine aussagekräftige Statistik. Da muss ich den Zettel so lange hier neben mir liegen lassen, bis ich einmal einen ausgezeichneten Ritt mit Levantina geschafft habe. Aber nicht meckern und nicht murren. Vielleicht klappt es ja direkt beim ersten Mal. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Jetzt fange ich bestimmt dann wieder das Augenzucken an. Ich habe das ganz oft, wenn ich mich konzentriere, dass ich dann irgendwie mit den Augen zucke. Das ist vielleicht blöd. Nein! Okay, ja. Da ist das Schild schon mal weg. Das ist jetzt noch nichts Tragisches. Aber wenn ich jetzt faile, dann wäre es blöd. Weil dann... Wie gesagt, dann ist der Vergleich quasi schon dahin. Dann war es das schon. Vor allen Dingen so früh. Das ist ärgerlich. Ich habe jetzt erst die 1000 Meter. Das ist echt ärgerlich. Na gut, gucken wir mal. Immer schön mit den Augen die Strecke beobachten. Jawoll. So muss ich das jetzt halten. Oh Gott. Die springt anders. Das ist, sie hat halt ein deutlich besseres... Sie hat halt, mehr Sprungkraft und das merkt man dann halt schon. Jetzt kommen schon die höheren Grenze, die höheren Ringe. Es kommen fast nur noch Ringe. Leute, gib mir mal wieder was anderes. Ja, die Stadt. Ah, nein. Ja, und damit ist der Vergleich schon für... ihr wisst schon. Für den Frankfurter Affen. Für die Katze. Für den Pobbes. Für den Hintern. Okay, schade, schade. Ich hätte am Anfang nicht das Schild verlieren dürfen, dann wäre ich jetzt immer noch gut im Rennen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Ausdauer. Wenn wir es jetzt schon mit diesem Fail schaffen, weiterzukommen, dann wissen wir, dass definitiv Levantina unser Pferd ist, was wir auswählen sollten, wenn es uns um die langen Strecken geht. Wenn es uns um die Rekorde geht und um den Sieg bei solchen Rennen. Und wir kommen gerade verflixt weit mit ihr. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, diese Weite zu bekommen, die wir mit War Admiral eben geschafft haben. Das glaube ich nicht. Oh, 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 oh. Wir haben 2732 geschafft. Das heißt, Leute, wir sind 19 Meter hinter der Bestmarke mit War Admiral. Und das heißt dementsprechend auch, dass Levantina definitiv unsere erste Wahl sein sollte. Weil ich hab's versaut mit ihr. Ich habe, Punkt 1, ein bisschen Zeit, ein paar Meter verloren durch das Reinkrachen ins Hindernis. Ich habe Ausdauer dadurch verloren. Das heißt, wir wären auf jeden Fall mit ihr weitergekommen. Das heißt, definitiv, Levantina ist mein Champion, nicht War Admiral. Tut mir leid. Tut mir leid, War Admiral, aber das ist dann wohl so. Aber ihr Lieben, ich werde mich dann auch für heute von euch verabschieden. Morgen geht's weiter. Mal schauen, ob wir da mal wieder ein Rennen mit ihr reiten und vielleicht versuchen, unsere Japan-Bestweite mit War Admiral zu überbieten. Dann ohne Fail. Mal schauen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Montag und bis morgen. Tschüss!